Hallo liebe Naturfotofreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal und willkommen bei einem neuen Format, das ich hier mal ausprobieren will, das Fotofeedback. Worum es geht, ist einfach erklärt, ihr zeigt mir Bilder und ich gebe meine Meinung dazu ab, meine Tipps, meine Anregungen, mein Feedback, um eben euch dabei zu helfen, vielleicht beim nächsten Mal noch ein besseres Bild zu machen oder euch einfach ein paar Tipps zu geben, wo vielleicht meiner Meinung nach noch ein bisschen Optimierungspotenzial da drin ist. Manche von euch haben mir vielleicht bei Instagram, auch per E-Mail oder in den Livestreams hier auf YouTube Bilder geschickt oder erwähnt, dass sie so ein Format mal interessant fänden. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen das einfach mal. Ich werde jetzt auch gleich meinen Bildschirm freigeben und wir schauen uns die ersten Bilder an. Du wirst dich vielleicht fragen, wie kann ich denn meine Bilder einreichen dafür? Das ist ganz einfach. Wenn du bei Instagram unterwegs bist, dann markiere deine Bilder einfach mit dem Hashtag Kellerfoto. Und aus allen Bildern, die eben unter diesem Hashtag laufen, werde ich mir dann hin und wieder ein paar aussuchen und eben ein Video wie dieses hier machen und eben die Bilder dabei entsprechend zeigen, beurteilen und euch nach bestem Wissen und Gewissen einfach ein paar Tipps geben, um eure Fotografie in Zukunft da vielleicht noch ein klein bisschen besser zu machen. Wenn es denn überhaupt was besser zu machen gibt, das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Du wirst vielleicht sagen, naja gut Jochen, ich habe überhaupt kein Instagram-Konto, bin ich jetzt komplett außen vor? Nee, da bin ich gerade noch am Überlegen, wie man das für alle anderen Plattformen irgendwie so kanalisieren kann, dass ich nicht in 180.000 Mails ersaufe. Beim nächsten Video von diesem Format werde ich euch da wahrscheinlich eine Lösung präsentieren. Für den Moment erstmal mit dem Hashtag bei Insta arbeiten, aber keine Sorge, alle, die nicht dort sind, euch will ich natürlich auch nicht wegsperren, das ist ganz klar. Wartet einfach das nächste Video ab und da zeige ich euch, wie auch ihr bei diesem Format teilnehmen könnt, wenn ihr Lust darauf habt. Alrighty, let's go, wir starten mit dem Feedback am Bildschirm. Das erste Bild hier ist ein Bienenfresser mit ausgebreiteten Flügeln. Es ist ein tolles Bild. Da gibt es gar nicht viel zu mäkeln. Tolle Pose, toller Vogel. Das Licht ist auch gut. Wir haben so ein bisschen einen leuchtenden Hintergrund. Der Vogel sitzt im Vordergrund, aber im Schatten. Das ist auch sehr gut. Wenn da jetzt Sonne drauf wäre und er hätte so harte Schatten und Kontraste im Gesicht, wäre das nicht so geil. Sehr, sehr schönes Bild, muss ich sagen. Und das Einzige, was ich da vielleicht als Anregung geben könnte, ist, es ist natürlich jetzt auf Insta kommt das vielleicht besser, aber ich würde das Bild nicht so krass zuschneiden. Ich würde außen noch ein bisschen Raum geben. Ja? Der Vogel stößt quasi mit den Flügelspitzen und der Schwanzspitze wirklich schon am Bildrand an. Ich würde dann noch ein bisschen Raum außenrum lassen, einfach, dass er nicht so eingepfercht in seinem Frame ist. Ich weiß, auf einem kleinen Bildschirm auf Insta kommt das vielleicht so geiler, aber das wäre so mein einziger Tipp bei diesem Bild. Gehen wir doch gleich mal weiter. Wow! Das ist ein Knaller. Das ist ein absoluter Knaller. Da kann ich eigentlich nur loblos werden, ohne Scheiß. Der Hintergrund ist butterweich. Wir haben die verschiedenen Ebenen drin. Oben quasi das Gelb-Orangene, was so ins Grüne übergeht. Quasi das Leuchten hinten dran noch von der Morgen- oder Abendsonne, je nachdem. Der Wiedehopf sitzt im Schatten. Er ist komplett in der Schärfeebene, sonst ist aber gar nichts in der Schärfeebene. Vorne noch ein bisschen das Gras, was auch noch so ein bisschen Tiefe gibt. Die Kamera liegt wahrscheinlich irgendwo im Gras. Er hat eine schöne Beute drin, er guckt schön. Okay, er könnte jetzt vielleicht noch seine Haube so komplett aufstellen. Das wäre vielleicht noch so das i-Tüpfelchen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist ein richtig geiles Bild, finde ich, gefällt mir hervorragend gut. Da kann ich wirklich nur beide Daumen hoch lassen. Also in dem Stil könnt ihr mir gerne mehr schicken. Dann kann ich mich hier wirklich kurz fassen bei den kommenden Bildern. Also Martin Weißflog, Grüße gehen raus. Sehr, sehr schönes Bild. Und weiter geht's zum nächsten. Ihr seht ja quasi immer hier, von wem das ist. Und könnt ihr auch gerne mal reinschauen in die entsprechenden Profile, wenn euch das Bild gefällt. Auch die Leute natürlich gerne supporten. Und ihr könnt auch gerne unter diesem Video in den Kommentaren ein bisschen weiter mitdiskutieren. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Wo seid ihr mit mir einer Meinung, wo vielleicht nicht? Es ist natürlich sehr, sehr subjektiv, diese Bildkritik. Ja, das ist mir auch klar. Es ist meine Meinung. Deine kann vielleicht anders sein, ganz logisch. Und wenn wir dabei immer schön sachlich und konstruktiv bleiben, dann ist wirklich allen geholfen. Von daher gerne kommentieren. Und hier haben wir das nächste Bild, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Einen schreienden, was ist es, ein Flussregenpfeifer mit den Steinen. Auch hier eben ähnlich wie bei dem Wiedehopf vorhin. Wir haben einen unscharfen, verschwommenen Vordergrund, einen unscharfen, verschwommenen Hintergrund. Das kommt richtig schön, lenkt den Blick des Betrachters und die Schärfeebene eben genau auf den Vogel drauf. Auch das Schreien ist sehr, sehr cool. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen wäre, ich muss jetzt bei allem irgendwie ein bisschen was zu meckern finden, wenn der Vogel eben hier vorne
komplett frei wäre und eben nicht hier das Gras noch vor ihm wäre. Andererseits, das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass er so in der Deckung steht. Also schlimm ist das nicht. Mir ist es persönlich ein bisschen zu gelb, zu warm. Ich hätte es ein bisschen anders bearbeitet. Ein bisschen dezenter, ein bisschen entsättigter vielleicht. Aber eben auch das ist wiederum Geschmackssache. Fotografisch kann man dem Bild überhaupt nichts vorwerfen. Richtig toll. Also ein super schönes Foto. Das ist ein Sperber. Ja, das ist ein Sperber im Baum. Ja, ich weiß, wie schwer es ist, einen Sperber einfach mal so zu fotografieren. Ich habe auch schon ein paar richtig coole Sperberbilder gemacht in meinem Leben, die natürlich alle aus einem entsprechenden Versteck waren, wo ich auch länger gewartet habe und natürlich auch viel Glück hatte. Und das sitzt jetzt hier so im Baum. Toll, dass du den Sperber bekommen hast. Was ich an Feedback hier geben kann, man sieht schon, das ist wahrscheinlich irgendwie mittags bei Mittagssonne gemacht. Der Sperber ist natürlich jetzt, hier ist er vom Licht beschienen, da wieder nicht, da ist wieder heller, da wieder nicht, der Ast ist hier wieder heller, da ist wieder heller. Also es ist ganz viel Kontrast und Licht und Schatten drauf. Das macht das Bild natürlich nicht ganz so ideal. Weiterhin ist er natürlich nicht ganz so cool freigestellt. Ja, ich weiß, bei einem Vogel in einem Baum, Freistellung immer schwierig. Aber idealerweise wäre es natürlich noch cooler, wenn er irgendwo gesessen hätte, wo jetzt hier kein Gestrüpp hinten dran ist. Die Pose ist ganz schön, er guckt ganz cool und der Ausschnitt ist auch gut. Also wir haben quasi den Stamm hier, der Vogel, der nach links guckt, im linken Bereich vom Bild ist eben noch entsprechend ein bisschen Platz. Also von der Bildgestaltung her ist es gut. Licht würde ich in Zukunft vielleicht versuchen darauf zu achten bei solchen Bildern, ja, dass eben nicht so das harte Licht da drauf ist. Aber wie gesagt, ich weiß, in der Baumkrone, wo eben Blätter sind und Licht irgendwie verschieden durchfällt, ist das alles nicht so einfach. Eine Nilgans, die keine Füße hat. Das fällt mir direkt als erstes auf. Warum hast du dir die Füße abgeschnitten? Es gibt natürlich kein Gesetz, das sagt, dass immer der ganze Vogel komplett auf dem Bild drauf sein muss. Aber in der Szene hätte ich, wenn ich einen Zuschnitt gemacht hätte, wo nur der halbe Vogel drauf ist, vielleicht wirklich nur so ein Porträt vom Hals gemacht und vom Kopf. Aber wenn sie da so auf die Wiese läuft, also die Füßle hätte ich schon dran gelassen. Die Perspektive könnte auch noch ein bisschen tiefer sein. Ich würde behaupten, dass du nicht flach auf dem Boden gelegen bist bei dem Bild, sondern dass so ein bisschen aus Kniehüfthöhe geschossen ist. Wenn du dich ganz flach hinlegst, hast du nochmal einen ganz anderen Hintergrund, viel verschwommener, sieht viel geiler aus und da passen auch die Füße wieder drauf. Die Baumstämme da hinten finde ich auch nicht so optimal, ist jetzt nicht mega störend, aber die hätte ich vielleicht irgendwie weggemacht, entweder rausgefotoshoppt oder eben meinen Frame ein bisschen nach links gedreht, dann wären die wahrscheinlich auch weg gewesen. Ansonsten, die Gans ist im Schatten, also Belichtung passt, nicht zu dunkel, nicht zu hell, aber ich hoffe, dass die eben genannten Punkte von mir dir da vielleicht in Zukunft auch ein bisschen weiterhelfen können. So. Der zweite Wiederhopf im Format. Wow. Eigentlich fast das Gleiche, was ich vorhin bei Bienenfresser gesagt habe. Warum so eng zuschneiden? Man hätte ihn noch ein bisschen mehr Raum um die Flügel lassen können, dass er nicht so eingepfercht ist in seinem Frame. Aber ansonsten, ey, geiles Bild, da kann ich auch nicht viel meckern. Der hat sogar eine Beute im Schnabel, das ist natürlich extrem cool. Und ja, das Licht kommt von hinten, die Flügel leuchten dadurch noch so ein bisschen. Der Ast und der Vogel sind in der Schärfeebene, das kriegt man auch nicht immer hin. Und ja, die Flügelstellung ist wunderbar, also tolles Bild, sehr schön. Auch der Hintergrund ist butterweich, aber eben noch nicht so komplett glatt gezogen, dass schon wieder einfarbig ist. Wirklich, wirklich gut. Gefällt mir sehr gut, das Bild. Da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu mäkeln. Ein ganz tolles Wiederhopfbild, nur eben ein bisschen sehr, sehr eingekeilt. Aber ich weiß, auf einem kleinen Handybildschirm will man eben das Maximum an Motiv rausholen und macht das vielleicht manchmal so. Genau. Zwei Rehe mitten im Dickicht. Und da ist auch schon das Problem, mitten im Dickicht. Ja? Ich sehe zwar sofort, wenn ich drauf gucke, dass da ein Reh ist, dass auch noch ein zweites hinten dran ist, aber ansonsten, das ist mega wuselig, das Bild. Ja, da hast du hier Äste, da Äste, vorne, hinten, kreuz und quer, teilweise vor dem Tier noch so ein bisschen. Also, das sieht auch irgendwie, ist das eine Doppelbelichtung oder was?
Weil hier, das sieht irgendwie aus, als wäre da noch ein bisschen irgendwie so ein Rehpopo drin oder so. Oder ist es einfach nur das Dickicht? Ja, also Augenhöhe ist da zum Tier. Aber die Szenerie, muss ich sagen, ist jetzt nicht so ansprechend fotografisch für mich, weil eben, ja, es ist sehr wuselig, ja. Es muss natürlich nicht jedes Tier muss freigestellt sein, ist auch klar. Aber es ist jetzt auch kein geiles Habitatbild. Es ist einfach nur irgendwie so mitten ins Gestrüpp rein fotografiert. Und das wirkt natürlich jetzt als Bild eben nicht so Premium. Also wäre jetzt nichts, was ich mir an die Wand hängen würde. Sorry, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen hart bin, aber nur kuscheln und geil, geil, geil sagen, das hilft ja am Ende des Tages auch nicht weiter. Ihr wollt ja, dass ich Feedback gebe, deswegen mache ich es auch. Bin jetzt nicht so der Mega-Fan von dem Bild. Wie gesagt, mein Tipp: gucken, dass du das Reh irgendwie da erwischst, wo es ein bisschen außerhalb vom Gestrüpp steht und wo du Abstand zum Hintergrund hast. Dass eben zumindest eine gewisse Unschärfe hinten dran ist und einfach das Tier eben als Hauptmotiv eben einfach besser rausgestellt wird. Das wäre der Haupttipp dafür. Ansonsten von der Lichtstimmung her ist okay, man hätte es vielleicht noch ein bisschen heller machen können, aber ansonsten passt das soweit. Eine süße Familie von Schwänen. Schöne Szene. Ja, so wie sie hier im Gänsemarsch oder eher im Schwanenmarsch, da auf dem Wasser paddeln. Perspektive kann man optimieren. Ich weiß nicht natürlich, ob das an der Location, wo du da warst, geht, aber du kannst natürlich get low, get low, get low. Du kannst noch weiter runtergehen mit deiner Kamera und eben dadurch entsprechend ja, den Hintergrund noch ein bisschen mehr verschwimmen lassen. Es wäre auch besser für solche Bilder, wenn eben zwischen dem Gras im Hintergrund und den Schwänen noch mehr Raum ist, um eben noch mehr Unschärfe hinzukriegen, dass die Schwäne eben noch besser quasi in den Blick des Betrachters rücken. Ich würde vermuten, dass das auch relativ mittags gemacht ist, zumindest bei ja, recht krasser Sonneneinstrahlung. Die Schwanenmama oder der Papa am Anfang, die ist auch ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen ausgerissen hier im Weiß, also ein bisschen zu überbelichtet, klar, weil sie halt krass hell ist. Das hätte man vielleicht auch vermeiden können, wenn es eben ein bisschen bewölkter gewesen wäre oder schattiger gewesen wäre. Und die schwimmen alle nach rechts und direkt vor dem Schnabel von Mama ist das Bild abgeschnitten. Ich hätte nach rechts noch ein bisschen Raum gelassen, denn das Tier soll ja quasi immer da, wo es quasi hinschaut, noch ein bisschen Raum haben im Bild, dass es quasi ein bisschen ins Bild reinschwimmen kann. Man hätte auch sagen können, die schwimmen aus dem Bild raus, dann hätte man eben links hinter dem linken Küken noch ein bisschen Platz lassen müssen, aber so in dem quadratischen Format ist eben auch wieder sehr eingepfercht und oben ist ganz viel Platz zum Gras, den man aber eigentlich nicht braucht. Also das wäre ein Bild, das hätte ich glaube ich eher so 16 zu 9 zugeschnitten oder 21 zu 9, um eben wirklich so diese lange Schwanenkarawane da ein bisschen besser darzustellen. Ein Schmetterling zur Abwechslung, mal kein Vogel. Ja, das ist auch toll. Das ist ein tolles Bild mit dieser Sonne eben im Hintergrund als Unschärfe und alles noch so belichtet, dass eben nichts irgendwie zu hell ist. Ja, die Sonne ist ja krass hell. Der Schmetterling wahrscheinlich vorne im Schatten oder was heißt wahrscheinlich, der ist im Schatten. Entsprechend krass dunkel und das irgendwie so ausbelichtet, dass weder das eine absäuft noch das andere überstrahlt. Richtig gut, gefällt mir gut. Auch, dass hier der Vordergrund so ein bisschen unscharf ist. Da kommt die Pflanze so ein bisschen aus dem Dickicht unten raus. Bildaufteilung auch schön. Toll, ja, da kannst du eigentlich nicht viel meckern. Was natürlich auch noch geiler gewesen wäre, aber das ist keine Kritik an dem Bild, sondern nur eine Ergänzung. Vielleicht hast du das ja auch gemacht, Stefan. Dass natürlich die Sonne hier straight hinter dem Schmetterling ist und eben genau in diesem Sonnenball drin sitzt. Ja, du schreibst schon dabei einen Klassiker. Das ist natürlich auch der Klassiker, Schmetterling im Sonnenball, aber ist eben halt auch nicht zu Unrecht ein Klassiker, weil es eben einfach ein mega geiles Motiv ist. Also auch das wäre mal ein Versuch wert. Aber das Bild hier ist sehr, sehr schön. Also tolles Makrobild, da passt einfach alles. Und ja, Daumen hoch, super gut, gefällt mir sehr schön. Und da haben wir einen Buntspecht an seiner Höhle mit dem Nachwuchs. Da ist jetzt, vorhin habe ich oft gesagt, das Motiv war zu eingepfercht im Frame, zu krass zugecroppt. Hier hätte ich fast noch ein bisschen mehr zugeschnitten. Man kann natürlich argumentieren, dass man hier das Habitat noch sieht, aber so viel Blätter hier außenrum bräuchte man jetzt auch nicht. Also ich hätte vielleicht hier so den Cut gemacht und dann wäre das auch gut, das Bild.
Die Szene ist schön, junger Specht kommt raus, Spechtmama oder Papa kommt rein, sieht sehr gut aus. Ich behaupte, dass das Bild nicht groß bearbeitet ist. Es ist mir insgesamt noch zu gelb, zu warm, also der Weißabgleich, den hätte man ein bisschen kühler machen können, finde ich, dass eben der Baum hier nicht so einen Gelbstich hat, sondern dass eher die wirkliche Rindenfarbe rauskommt. Aber auch das ist quasi wieder so ein bisschen Farbgeschmackszeug von mir, ja, kann man auch anders sehen. Aber ansonsten eine schöne Szene, eben kein klassischer Freisteller, aber trotzdem, man sieht, dass hier noch Blätter drin sind und das ist auch gut, dass man das sieht. Aber die Blätter sind eben hier unscharf und da vorne auch unscharf, aber noch ein bisschen schärfer oder ein bisschen besser zu erkennen. Also vom Framing her schön, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen kleiner gecroppt und die Farbe vielleicht ein bisschen angepasst. Aber ansonsten ist es auch ein schönes Habitatsbild von den Buntspechten. Next! So, DOS aus den Ficheros am Meer. Schön vorne das Gras verwischt, hinten dran der Ozean, beide gucken in die gleiche Richtung. Finde ich auch ein cooles Bild. Auch hier hätte ich das Gras so ein bisschen mehr entsättigt, dass es nicht so glüht. Andererseits ist das glühende Gras natürlich auch irgendwie ein schönes Stilmittel, kann man durchaus so lassen. Und ja, auch das wäre jetzt nichts, was ich quadratisch zugeschnitten hätte. Ich hätte auch oben und unten noch ein bisschen abgeschnitten, dass es quasi ein klassisches 4:3 ist oder ja, 4:3. Aber ansonsten finde ich cool, was ich auch cool finde ist, ich weiß nicht, ob das Absicht oder Zufall ist, dass eben der Schnabel von dem rechten hier genau quasi auf dem Schwarz von dem anderen ist. Wenn der jetzt ein bisschen überlappt hätte ins Weiß, ja, da wäre jetzt auch keiner gestorben deswegen, aber es wäre nicht ganz so cool. Also allein die Pose, dass der Schnabel eben hier von dem Schwarz umrandet ist, finde ich sehr, sehr cool. Gut gemacht. Ja, auch ein schönes Bild. Dann haben wir hier zwei kleine. Was sind das? Mal lesen. Gänse. Das sind Graugänse, würde ich behaupten. Ihr dürft mich gerne korrigieren in den Kommentaren, wenn ich das falsch gesagt habe. Auch hier wieder schönes Bild, schöne Pose. Aber erstens, warum Hochkant? Ja, oben und unten ist ja nichts. Ja, warum nicht Querformat oder das vielleicht sogar quadratisch? Dann, warum ist das Schwänzle hier abgeschnitten von dem kleinen Gänschen? Ja, das hätte ich auf jeden Fall drauf gelassen. Die Gänseblümchen, die sind ja mega geil hier, aber die gehen so ein bisschen unter oder sie stören mich eher. Auch da wieder der Tipp, leg dich wirklich hin, Linse flach auf den Boden, mach das Bild nochmal, nimm vielleicht auch da die Gänseblümchen in den Vordergrund noch mit rein und dann sieht das ganz anders aus. Da hast du richtig schöne Unschärfe vorne dran, hinten noch so unschärfe weiße Bokeh-Punkte von den Gänseblümchen und dann sieht das richtig geil aus. Die Pose ist ja schön, das Motiv ist cool, aber die Perspektive so ein bisschen leicht von oben herab, holt eben nicht das Maximum raus, was man aus diesem Foto rausholen kann. Das ist sehr witzig, aber dunkel, sehr, sehr dunkel. Das Erste, was mir auffällt, ich hätte es heller belichtet, ist natürlich ein gestelltes Bild mit der Nuss auf der Kamera, aber da kann man natürlich lang stellen, das Eichhörnchen muss auch erstmal kommen und entsprechend auch so schön da hochgucken. Also sehr, sehr schön eingefangen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen sauber gemacht, so diese Blätter hier unten noch ein bisschen rausgemacht, um es ein bisschen cleaner zu machen. Vordergrund schön, man sieht, die Perspektive ist sehr bodennah. Hintergrund ist auch schön, der dunkle Wald. Aber gerade dadurch, dass der Wald eben so dunkel ist hinten dran, hätte ich eben die Cam mit dem Kopf hier und das Eichhörnchen vielleicht noch ein bisschen heller gemacht. Oder das gesamte Bild heller. Ich finde es sehr, sehr dunkel. Kann natürlich auch ein Bildstil sein, klar. Ist wie gesagt Geschmackssache. Aber ansonsten vom Aufbau her, eben das Eichhörnchen guckt nach rechts und im rechten Bildrand ist auch noch ein bisschen Platz. Wenn man das jetzt hier so straight hier an der Kamera wieder abgehackt hätte, wäre auch okay. Finde ich aber so irgendwie cooler. Also, auch ein gutes Bild, nur mir ein bisschen too dark. Das letzte Bild in diesem Format. Der gähnende Fuchs, naja, gähnt der, leckt sich einfach nur die Lippen und denkt, lecker, lecker Paula Schröder hinter der Kamera, die hole ich mir gleich. Ich glaube, bei solchen Bildern ist es sehr schwer, dass der Fokus wirklich auf dem Auge sitzt und nicht irgendwie auf dem Ohr, auf die Stirn oder auf die Nase springt. Das ist hier richtig gut gelöst. Genau die Augenpartie hier ist scharf, der Mund natürlich nicht mehr, das liegt eben wahrscheinlich daran, ja, dass die Schärfe eben einfach dafür nicht ausreicht, macht aber gar nichts. Wäre natürlich über Premium, wenn eben die Nase auch noch scharf gewesen wäre. Andererseits, so wird eben der Blick genau auf das Auge gelenkt
Und der Hintergrund mit dem glühenden Licht ist geil. Wunderschönes Bild. Auch, dass die Ohren abgeschnitten sind. Da kann man jetzt auch drüber streiten. Sollten die Ohren komplett drauf sein, da wäre das Bild nicht unschöner, wäre genauso cool. Aber eben auch durch das Abschneiden der Ohren kommt eben der Porträtcharakter noch ein bisschen mehr raus. Finde ich also, wie gesagt, sehr, sehr cool. Belichtung ist auch gut. Fuchs, Hintergrund, passt alles. Also geil. Schönes Bild, gefällt mir sehr gut. Und damit sind wir für diese Outtakes lasse ich glaube ich drin. Wir sind durch an dieser Stelle mit dem Format Fotofeedback. Wie gesagt, Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bilder auf Instagram mit Hashtag Kellerfoto markieren für künftige Formate. Für alle Nicht-Insta-Menschen, fühlt euch bitte nicht diskriminiert. Ich denke mir für euch noch was aus, gibt es im nächsten Video. Und ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen hoch da lassen, gerne weiterschicken an andere, denen das vielleicht helfen kann. Und auch wenn jetzt dein Bild nicht dabei war, es sind viele Bilder eingereicht worden. Ja, ich kann hier auch keine 3-4 Stunden lang erzählen. Ich muss mir eben immer ein paar raussuchen. Das passiert eher nach dem Zufallsprinzip. Also da wird keiner bevorteiligt oder benachteiligt. In diesem Sinne einfach weiter Bilder posten mit Hashtag Kellerfoto und vielleicht sehen wir uns ja in einem der nächsten Fotofeedbacks. Bis dahin sage ich Peace out und ciao und bis zum nächsten Mal.